So, meine Lieben, ich habe gerade auch gemerkt, dass ich das Mikro nicht muted hatte, aber dann habt ihr uns noch ein bisschen zugehört nebenbei. Ich hoffe, das hat mit der Musik nicht doll gestört oder so. Aber ja, wir zocken heute Baldur's Gate weiter, meine Lieben. Und nicht Scum oder Sunken Land. Einfach, weil wir gerade alle Zeit haben und alle da sind dafür. Dann wollten wir das halt schon mal komplett ausnutzen. Und sonst hoffe ich halt, dass es euch gut geht. Und ja, ich kann nicht klagen, ich hatte einen guten Tag eigentlich. Ich bin gut gelaunt. Das ist schon mal toppy. Und dann gucken wir mal weiter. Wir wollten ja eigentlich Richtung Schmiede gehen, aber wir hatten ja letztes Mal hier auch mit dem. Da hinten steht er noch. Jeek? Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Gequatscht gehabt, wenn er euch erinnert. Sonst guckt gerne noch in die Folge von Dienstag rein. Und dann wollten wir hier an der Stelle weitermachen. Aber eigentlich war der Plan, auf jeden Fall zur Schmiede zu gehen. Und dann gucken wir mal. Ne? Und sonst, wenn ihr Lust und Langeweile habt und nicht genug von uns bekommt, checkt gerne unseren YouTube-Kanal aus. S&G präsentieren ist hier auch verlinkt auf meinem Kanal und alles. Und dann gucken wir mal weiter. Dann schalte ich jetzt mal die Boys mit rein. Wartet kurz. Die Karte hier wieder anschalten. So, da sind wir, meine Lieben. Hallo. Hi. Ach so, nee, wir müssen die hier töten. Streamst du heute nicht, Alex? Nee, ich stream heute nicht. So. Okay, dann könnt ihr bei mir in den Stream kommen. Jo, bin dabei. Na, dann machen wir die Gnome platt. Da oben hat eine Magierrüstung. Guti, wo soll ich mich hinstellen am besten? Soll ich hochgehen lieber? Ja, steh oben vor oder Typen. So. Ja, na, ich stehe immer noch hier oben an der Stelle. Jusen soll mit dem quatschen? Will nicht Alex mit ihm quatschen? Nein, nein, Quatsch ist vorbei, jetzt wird gekillt. Ja, wir sollen woanders quatschen mit denen. Ja, das ist auf dem Boot. Wir müssen mit dem Boot fahren, um die Quest weiterzumachen. Ja, aber ich würde hier oben anfangen, wo ich bin, damit wir nach unten kämpfen. Weil meine Trefferquote ist wesentlich höher, wenn ich von oben nach unten kämpfe, als wenn wir jetzt von unten nach oben kämpfen. Bist du da wegen meiner? Also auf so einem Fall, aber ich würde den hier mit den 62er mit dem Magic Rüstung würde ich vielleicht als erstes töten. Also da wo ich vorstehe. Den Chef meinst du? Ja, genau. Na, da wo ich vorstehe, dann nehme ich den. Dann bleibe ich hier stehen, wo ich bin. Wollen wir uns aufteilen, ne? Dann bleibe ich mit Alex hier oben. Er versucht so ein bisschen, dass ihr mir und Shaolin auf jeden Fall helfen könnt. Dass Shaolin da ist. Naja, die Sache ist, ich kann nicht alleine hier oben stehen bleiben. Hier sind zwei Leute. Wenn ich hier stehen bin. Neben dir. Ich nehme den Vulkan hier oben. Okay, also Shaolin und Pyla und David und Jusen. Dann stelle ich mich hier nach oben auf die Ecke, damit ich auch schon mal leicht erhöht bin. Falls noch der andere kommt, kann ich dir den Rücken stärken. Genau, dann stellt euch mal bitte so hin, weil ich mache jetzt gleich meinen den Angriff als erstes hier. Mal kurz. Ich bin am Vorteil gegen den. Noch ein bisschen lauter, so. So, nein, ansonsten kannst du mit Jusen auch gleichzeitig angreifen. Ich weiß nicht, ob wir das koordiniert kriegen, aber ja. Okay, dann, mach keinen Kampf-Porsche, Jusen. Ich kann auch versuchen, ob ich gleichzeitig noch auf den. Kampf-Porsche kann ich nur im Kampf geschehen, wenn du machst. Achso, naja, ne, mach einen Hauptangriff, Jusen. Achso, mit dem Schwert, okay. Ja, mit dem Schwert. Ich stell dich nach. Ich geh direkt dann erstmal an ihn an. Und dann macht er das gleichzeitig einfach. Alex, soll ich noch versuchen, nebenbei gleich einen Feuerball auf den Dude zu schießen, den du abstichst? Nee, bitte nicht. Warte. Ich kann Öder Präzision nochmal schnell raufmachen. Okay. Auf, machst du Counter von 3 bis 0 runter? Genau. Also auf los, ja? Ja. 3, 2, 1, los. Warte, fahr doch. Synchron, Mensch. Ja, aber richtig, Leute, aber richtig. Guck richtig. Oh, der ist schon mal tot. Ah, der andere steht immer noch hinter uns, aber ich sehe ihn von hier nicht. Oh, der ist giftresistent. Bin ich jetzt überladen? Oh nein. Kannst du mir was ins Inventar schmeißen vielleicht? Ja, Jusen hat recht wenig. Das macht gar nichts. Ich helfe dir, Alex.
Okay. Gut, 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 Freunde. Hier sind die beide noch. Die Sache ist halt, den da hinten kann ich nur angreifen, wenn ich meine erhöhte Position aufgebe. Greift heute. Ne, da bei Alex ist tot. Ah, ja. Dann bleib einfach da oben stehen, Peiler, und mach dich irgendwie kampfbereit. Beschwör irgendwas oder mach irgendwas anderes. Oder kann, ja, den Dings hätte ich bloß beschwören können, wenn. Vorm Kampf, den. Dämonia. Ja, genau. Aber verteilt. Naja, dann. Warte mal, ich kann mal gucken, ob ich noch eine Beschwörungsschriftrolle habe. Aber sieht nicht so aus. Na, dann machst du halt diese Runde nicht, Peiler. Ist nicht schlimm. Würde gut sagen. Die sind überrascht. Die sind eh alle überrascht. Oh, jetzt kommt der Killerwolf. Den habe ich in meinem Solo-Spiel habe ich getötet. Kackwolf. Achso, aber man kann parallel ein Solo-Game machen, geil. Für die verkacken nicht über beim ersten Game. Den 72er hast du ja gleich da. Da bräuchte er ja nicht helfen. Der Dude kommt da immer noch nicht raus, Alter. Nee, der war überrascht. Deswegen. Auslösen, haut drauf. Haut platt. Nice, Alter. Der Typ ist da. 110. Alter, was für eine geile Axt hat denn der? 5 bis 1. Okay, gucken wir uns später an. So, haben nice, auch eine nice, große nice, Spanne, ja. 5 bis 21 Jungs. Ja, das stimmt. Ihr könnt mich nur vor dich stellen, wenn du ihn angreifst, Alex, und danach noch angreifen. Leute, dann geh ich runter, ja, zu dem Typen. Mach das. Geh du schon mal runter, wir machen beide hier oben. Ja. So will der denn, dass ich da hinlaufe? Auf den Fernkampf? Vielleicht denkt er, hier ist was im Weg, aber eigentlich ist nichts im Weg. Ja, alles gut. Muss ich warten. Ich kann nichts machen. Ist egal, ich riskier's. Machen wir auch keinen dollen Angriff. Krass, mit 75% einen kritischen Fehlschlag. Das muss man erstmal schaffen. Einzelwürfel. Dreh dich um, danke. Stehen wir nebeneinander! Soll er kommen! Soll er kommen, ja. Der hat eine Armbrust in der Hand. Ich hab ein Schild. Okay. Ach, das kann ich auch. Ah, jetzt ist er drin. Oh, Pfeiler. Oh. Kleiner Huren. Okay. Schön, er kommt ein bisschen her. Ich muss jetzt immer dran denken, weil ich ja die Kamera, dass sie automatisch sich bewegt, dass ich immer auf die Charakter drücke, wenn was passiert. Jetzt muss ich es wieder umstellen. Ich hab's auch wieder umgestellt. Findet besser. Naja, bloß um coole Aufnahmen zu machen, zum Beispiel für ein Thumbnail für YouTube, ist halt diese freie Kamera manchmal wesentlich besser, weil wo wir gegen diesen Einäugigen gespielt haben, konnte ich halt die Kamera cool um ihn rumschwenken aus verschiedenen Perspektiven. Da kann man auf jeden Fall schon mal ein Killer-Thumbnail rausbasteln. Aber ich denke, ich werde es bestimmt auch wieder umstellen, weil es mir irgendwann zu stressig ist. Klaffende Wunde. Okay. Feuerdings kann ich nicht mehr werfen. Läufst du ran, Alex, oder bleibst du hier stehen? Kann ich nicht. Kann nicht ranlaufen. Ich kann ihn nur. Okay. Bleiben wir jetzt hier stehen? Jo. Okay. Ich komme noch. Sie hat noch seinen Zug. Und danach greift dich direkt der Typ an. Oder dich? Nee, ich meine bei Usen. Cool.
müssen. Der wird gleich. Kann auch einen Kampfrausch machen. Oh fuck, oh fuck. Ich stelle nicht. Okay, cool. Ausgewichen! Ja, was hat er denn? Wenn die dann alle immer fünfmal angreifen, Alter. Mein Mönch konnte auch immer zweimal. Der Hund? Ganze drei, Alter, heftig. Schnauze, nächstes Mal beißt er dich. Nee, lass ihn befördern, Alter. Nächstes Mal beißt er dich. Warte mal, David, kannst du den jetzt töten? Jetzt hat er noch 5. Sollte machbar sein. Kriegst du kein Geld? Ich komme nicht mehr bis zu Usen. Von hier oben treffe ich nicht, ne? Nee. Ich habe auch nur viel Schaden gemacht, okay. Der Hund ist nicht schon schuld. Was? Wieso bin ich denn im Nachteil? Du stehst doch direkt an ihm dran. Geht zwar nicht, aber das ist so ein Ziel außerhalb der normalen Reichweite. Wenn Yusen und der Hund das nicht klar machen, sind wieder drei auf jeden Fall auch hier oben, Alter. Ja, 96%. Ja, ein Schaden. Zu früh gefreut. Ja, der Typ ist ein bisschen heftig anscheinend. Hat er dich jetzt verfehlt oder? Gerade nicht hingeguckt. Jawohl, jetzt kann er. Sehr geil. Oh, der ist ein bisschen. Der ist krass, muss man sagen. Gib ihm Usen! Leiter ist kaputt und der Hund ist weg. Jupp, jupp. Ah, wo ist mein Hund hier? Hab nicht gehört. Nice. Sehr gut, Pyros. Aber ich glaube, ich stelle das jetzt auch mal schnell mit der freien Kamera wieder um. Weil das ist schon sehr anstrengend, darauf die ganze Zeit zu achten, damit es auch für euch da gut aussieht. Wo war das nochmal? Bei Spiele-Details, ne? Oder? Dynamische Kamera, ja, da ist es. It's been a long day. I'll need to rest soon. So, dann gehen wir jetzt hier noch runter zur Schmiede. Jetzt können wir hier erstmal alle looten. Mach schon. Alter, da kommst du wieder ein bisschen zu spät wegen Looten. Nee, hier oben ist auch noch Loot, wo ich bin, Leute. Hier. Hier? Schaufeln einstecken? Ja. Maybe können wir verkaufen. Pockets. Nee, nichts nicht verkaufen, dann können wir Schätze ausgraben. Naja, du brauchst immer nur, also du, wenn jeder eine hat, reicht das. Ja. Die verbraucht sich nicht. Genau. Sicher? Ja. Ja. Das hört eben nicht. Haben wir beim letzten Mal aufgepasst, wo wir gebuddelt haben.
Wo denn, ab ins Schiffchen oder was? Nee, wir gehen erstmal noch hier unten zur Schmiede. Weil er hat aber recht, hier oben ist neun. Ja. Oh, ich kann ja wieder Hände in Löcher stecken. David, sein großes Hobby. Oh. 7. Scheiße. Schaden nicht recht. Nee. 4 von 15. Wo soll jetzt die Schmiede sein? Hast du es doch gegriffen, oder was? Okay, geht's schon in eine andere Richtung? Machen wir doch die Quest. Okay. Oder nicht? Machen wir dann ein Stück zurück. Ach, da. Da müssen wir hier irgendwie hin, oder? Hier geht's nicht weiter. Geht's hier weiter? Ja. Das ist ein Giftnebel, wie es aussieht. Ist ja gerade dann. Ja, also hier oben würde es auch mehrfach weitergehen, deswegen komme ich gleich mal lieber runter zu euch. Ich habe gefunden. Oh, nachforschen erfolgreich, geil. Ja, das war bei mir gerade, glaube ich, oder? Nee, hier kann man auch weiter, ey. Hier gibt es theoretisch 2-3 Wege, wo man weiter kann. Ich komme mal wieder zurück. Ah, das ist eine Illusion. Ach, das ist ein Fallschaden. Ich glaube, wir müssen da drüben starten. Bestimmt von da hinten sind wir gekommen, Leute. Ah, nee, 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 nee. Oh. Think I found something. Jetzt hier allein? Dann musst du hochspringen mit uns. Ja, hochspringen mit euch? Habt ihr schon mal auf die Karte geguckt, wo ich bin? Ja, bis... Achso. Hier, wo du bist. Ja, du musst hier nach unten laufen zu uns. Genau. Wenn du M drückst, quasi wieder den... da... Nee, nicht da lang, andere Richtung. Wieder nach oben. Ja. Nee, dreh mal die Karte immer so, das wird. Nee, nicht nach oben klettern, da konntest du jetzt den Weg eigentlich hochgehen. Ja? Ah doch, aber es passt eigentlich, ja, genau. So, und jetzt nach da hinten, genau, da. Hier sind die Löcher. Dann wieder zurück weiter, ne? Ja. Nee, bei den Löchern hoch. Bei den Löchern hoch, okay. Und da musst du dann über die Ecke springen. Genau. Nee, du musst vor das Loch und dann da springen. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ja, ich finde meinen Charakter nicht mehr. Mein Charakter ist weg. Ach, der ist hier drüben. Ich krieg einfach auf dein Bild. Ja, bei mir seid, sagt er zu hoch. Wie seid ihr da hochgekommen? Ich sehe da oben einen. Das ist David, okay. Ja, das bin ich. Du musst auf den da springen. Ja, naja, bin ich ja. Bei mir sagt. Ich komm nicht mal auf den, wo David draufsteht, drauf. Muss noch ein Stück zurücklaufen oder auf den anderen auf der anderen Seite springen. Ich hier vorne stehe. So hoch, Weg ist super getroffen. Und dann zu dir rüber oder wie? Ja. Und dann eigentlich der da rechts über uns oder wie? Genau. Der da. Nee, kann ich nicht. Das auch zu hoch. Haben wir nicht so eine Rolle?
Waffe lernen können. Was, Rolle des Fliegens oder was willst du lernen? Nee, irgendwas mit verbesserten Sprung oder so. Hier, Trank des glorreichen Sprungs, trink dies, um deine Sprungweite zu verdreifachen. Davon habe ich zwei. Willst du auch einen haben, Tyler? Ich guck gerade, ob ja, ich den nicht selber habe. Ja, nee. Nee, habe ich nicht. Ja, geh da in und dann los jetzt. Packst du mir in den Inventar, David? Ja, warte ich. Die laufen ab, ne? Ja, na deswegen will ich ihn schnell benutzen. Sehr gut. Okay, ist schon raus. Hab mir gerade genommen, ja. Hab gefunden. Warte kurz. Vielleicht hat Eiler mit den Nachforschungen Glück. Bevor jetzt in irgendeine Falle rennt. Scheiße. Wenigstens einer wäre gut gewesen. Ja, weil es eine Illusion ist. Na, wollen wir erst den Pilz rein? Habt ihr den schon angequatscht? Dann mach ich den Pilz. Oh, okay, dann mach ich den Pilz rein. Okay, ich bin schnell. Heiler, glaube ich. Jo. Ja. Okay. Das ist ein Teleporter, wie es aussieht. Wir sind wieder hier unten. Ja, also wieder rein. Zack. Oh, nee, dann sind wir hier oben. Ja, bitte. Ey, kann ich wieder rein? Doch. Ja, wir müssen nur da weggehen. Nee. Achso. Geh jetzt mal weg. Ich komm nicht rein. Ja, Heiler muss vielleicht ein Stück weggehen. Jetzt auch noch mal ein Pilz, ne? Jetzt? Nee, ich komm nicht rein. In das Portal. Ja. Manchmal musst du einfach nochmal hin und zurück loben. Ja. Another illusion. Is anything real down here? Kommst du da hin? Wir sind wo Neues. Ringe, Stufe 3 Zauberplatz. Okay, geil. Den lassen wir ja heute erkunden, oder? Was willst du denn machen, Peile? Hast du ein neues Mana oder ist das Stufe 3 auch? Ja, ja. Du kannst aber Stufe 2 Zauber auch mit Stufe 3 Punkten, Mana-Punkten quasi verbrauchen und dann werden die stärker noch. Naja, ich weiß. Das kann ich ja dann immer auswählen. Bevor ich den Zauber wirke. Aber ich könnte mir auch einmal Arcana Erhöhung machen, dann könnte ich den. Ja, mach mal. Aber ich muss dann Stufe 3 machen, damit Stufe 3 Zauber hergestellt wird. Nee, du hast. Nee, steht da. Zauberstufe 3. Zauberstufe 2 Grad, Zauberstufe 1. Genau, aber du hast drei Arcana hast du und du könntest auch einen 1er und einen 3er, was jetzt natürlich in dem Fall schwachsinnig wäre, oder du machst nur einen 3er. Naja, das war gerade, weil dann hätte ich immer noch später die Auswahl, wenn wir jetzt in einen großen Kampf gehen, dass ich die Zeit verlangsamen kann, den großen Feuerball oder halt der Blitz, der über 30 Meter weit drüber schießt. Wenn du das noch auf. Jusen, hau mal mit deiner Axt dagegen. Ja, ich kann gar nicht markieren. Nice, besser. Du musst einfach nur auf deinen Hauptangriff gehen und dann darauf hauen. Wir sind mal ein Stück weg, ich will mal einen Feuertrank gegenwerfen. Ist wieder so eine Holzmaske, ne? Die da schon mit einem Mal mit uns gesprochen hat. Oh, ich habe 4 Schaden gemacht. Oh, nice. Okay, normale Angriffe bringen gar nichts, dafür verballere ich aber nichts. Mal den könnte ich noch versuchen. Hä? Was hat er denn jetzt gemacht? Tormentor.
ich da hinrennen? Gar nichts gebracht. Kann man ein Stück weg usen? Hast du hier meine ganzen Mollys rausgenommen, du? Ja, da, 4 Schaden. 6 Schaden. Wie viel Leben hat das Ganze? Weiß ich nicht. Das hat was mit dem Schädel zu tun. Den Schädel dagegen? Auf jeden Fall kriegen wir, machen wir mit den Mollys Damage an, das, an dem Ding. Ja, aber ich sehe auch kein Leben, wenn ich draufklicke dadurch. Weiß ich nicht, ob das überhaupt was bringt, wenn es kein Lebensbalken hat, wenn wir da ja draufkloppen, wie wir wollen eigentlich. Na, das wird nicht. Ich glaube, dass wir hier später nochmal hin müssen. Die Mollys wieder rein. Aber wir sollen doch zur Schmiede gehen. Ich könnte auch eine Bombe werfen, Alex. Hast du es damit mal probiert? Rauchpulverbombe? Nö, probier mal. Warte, lass mich jetzt weglaufen. Ja. Okay. Jusen sollte auch noch ein Stück weggehen. Kommt mal nach hier hinten. Lässt er mich da nicht laufen? Hä? Nicht erreichbar jetzt. Lauf bitte, David. Danke. Alter, du solltest auch noch ein Stück zurückkommen, wenn du kannst. Ich ist unterbrochen. Was soll denn das bedeuten? Ja, du musst unten an den Grund. An den Grund, davor. Ja, genau. Das. Nö. Okay. Dann wissen wir das jetzt auch. Boah, ist halt dämlich. Wieso ne? Vielleicht hat das mit diesem Händler zu tun, den wir aus Versehen weggeklettert haben. In diesem Keller mit diesen ganzen Springfässern. Aber wir kommen ja hier gar nicht raus, oder? Doch, wieder zurück eigentlich durch das Portal. Schwert des ersten Blutes, 6 bis 18 Schaden. Wir müssen bestimmt hier irgendwo springen wieder. Nein, ich hab's versucht da links. Das, also links kann man nicht lang springen, ich hab's probiert. Nein, okay, entschuldigung. Vielleicht müssen wir auch einfach nur wieder durchlaufen. Oh, ne, nicht erreichbar. Scheiße. Da umdrehen kannst du dich ja, du kannst da hinten. Also ich bin jetzt durch das Portal gegangen. Aber es gibt ja keinen anderen Weg, oder? Wir gucken gerade. Nicht erreichbar. Schlossknappe unmöglich. Aber wir können mit dem auch nicht sprechen, oder? Ich würde jetzt höchstens sagen, mit Toten sprechen, aber. Weißt du, vielleicht ist der tot. Oder mit Tieren sprechen. Vielleicht ist das ein Tier. Kein Ziel, ne. Okay. Ne, kann ich nicht. Müssen wir nach unten da, oder wie? Kann natürlich auch sein, dass wir hier alles noch rum müssen. Wer steht denn da genau in dem Punkt? Jusen. Man könnte hier rüberspringen, oder? Nein, ich hab's nicht. Nee, David, glaube ich nicht. Wo willst du denn danach dann hin? Na, nach oben weiter. Ne. Achso, aber dann ist auch wieder vorbei. Sieht eher nach Hintergrund aus und nicht nach. Nee, wir müssen schon hier durch irgendwie, aber. Guck mal, der Weg geht ja hier hinter weiter. Da will einer mal die Quest verfolgen. Ja, du kannst auch, umdrehen und durchschweben. Das ist ja schon alles. Ja, aber wenn wir nicht durchkommen als Charakter, bringt ja auch nichts. Das hier ist irgendwas versteckert. Die Schmiede wird von einem Wächter bewacht, der Magma und einem gewissen heißen Hammer gegenüber empfindlich ist. Okay. Heißen Hammer? Also soll ich mal meine Fackel ausrüsten und damit zuschlagen? Probier's. Aber wie gesagt, der ist jetzt nicht mehr hier, also wir müssen uns jetzt so keinen Kopfzerbrechen dafür. Blitzstrahl. Dafür was ist der Plan? Erstmal wieder zurückgehen, oder? Durch den Pilzring. Weil hier kommen wir jetzt nicht weiter. Habt ihr noch einen krassen Feuerzauber oder sowas? Krasser habe ich ja, aber ich wollte dafür keine magischen Punkte gerade opfern. Eine Schriftrolle. Ah ja, warte mal. Die,
brennenden Hände vielleicht? Ich habe noch Feuerpfeile, die bis zu 20 Schaden machen können. Aber das Ding ist ja, hier rumzuhängen bringt jetzt auch nicht mehr viel, oder? Hast du eine Schriftrolle, Peine? Oh Gott. Feuerball. Kugel, Schwert. Ich hatte brennende Hände. Ja, da muss hab aber ich leider nicht. Auf Lager. Ich probiere mal brennende Hände. Ja. Den hast du ja, den hast du ja schon gelernt, den Zauberspruch. Ja, ja, aber brennende Hände musst du halt nah dran stehen, ne? Ja, ja, da geht doch an, ans Tor. Oder du machst den, vielleicht machst du damit mehr Schaden. Das kann gut sein, weil es halt wieder der. Na, wie heißt es bei mir? Physischer Schaden? Nee, der. Physische. Der geistige oder der körperliche, Digga? Nee, scheiße, jetzt habe ich geschafft schon wieder. Was war das? Ziel ist blockiert, zeigt er mir an. Okay, ein Stück zurück vielleicht. Hier so zulabern. Oh, hat aber nicht. Hm. Nee, so gar nichts. Irgendwas müssen wir machen, damit wir hier durchkommen. Man kann ja durchgucken. Und mit der Kamera schon durchglitscht. Ja. Glühender Hammer. Aber questmäßig haben wir da. Dass da irgendwo was in der Quest drin steht oder so? Naja, haben wir nicht so einen dicken blauen Hammer letztes Mal bekommen? Hier, Axt des Vertilgers. Bewirkt zusätzlichen Feuerschaden bei Pflanzen, Insekten und kleinen Kreaturen. Jusen, zieh mal das Ding. Pflanzen, Insekten und kleinen Kreaturen. Finde ich gut. Ist der bei dir oder wo ist der? Nee, ist bei dir im Inventar. Den hast du wahrscheinlich gerade eben bekommen. Ach, die fette Axt oder was? Die fette Axt, oder? Ach, der Vertilgers, okay. Ja. Greif mal mit der an. Hat die einen Special-Schlag? Oh, einen Special-Schlag. Ja, mach mal den. Probier mal alle drei Schläge durch. Kriegst da neue Schläge. Mehr Use. Okay. Also ich will dich nicht angreifen. Also ich kann gar keinen Schaden machen. Auch nicht mit der coolen neuen Axt. Kann ich eigentlich. So einiges, was bei euch in den Inventaren ist, was gar nicht so uninteressant ist. Kannst du dein Schwert wieder nehmen? Ja, die Segel klingen schon ziemlich cool. David versucht nicht alles. Das ist jetzt auch nochmal. Und irgendwie mit der Axt.
sowas ist auch nicht. Wollen wir denn zurückgehen oder? Wollen wir weiter verharren? Das Ding irgendwo noch später. Ich weiß es nicht. Untersuchen kann man sehr auch nicht oder irgendwie was, also. Dann kommen wir nicht zur Schmiede. Habt ihr alles probiert, was ging? Ja. Oh. Na dann, schade. Wo ist denn mein Schild hin? Hat jemand ein Schild geklaut? Nope. Oh, Unterricht. Hier ist mein Schild. Okay, doch. Komm nicht auf die Pizze, ich sprung. Naja, geh nicht. Aber hier führt ja ist auch kein Weg hier. Na doch, wir müssen ja wieder durch die Steinwand hier. Ja. Naja, ich wollte mal gucken, ob da vielleicht noch ein Weg nach oben führt, besser, aber. Anscheinend nicht. Anscheinend müssen wir erstmal irgend so einen Hammer finden, um das Ding zu zerkloppen. Wollen wir mit dem Boot fahren? Da haben wir wenigstens noch zwei. Rette die Gnome aus der Grimmschmiede. Vielleicht müssen wir die erst befreien. Also da, wo du bist, jetzt wieder zurück durch den Pilzring, oder? Nee. Unten am Wasser, da wo wir gerade irgendwo am Anfang herkamen. Wo wir die Gnome platt gemacht haben. Und euch hinporten. Achso, ja, stimmt. Wo ich die so drin, denke ich. Wo ist das? Unterreichseestadt. Oh, das ist ein Quatsch an, dann ziehen wir sie bestimmt mit. Unterreichseestadt. Oh, ja. Hab ich gar nicht. Ich habe Unterreich Sasum, Baum und Strand. Du brauchst nur annehmen drücken. Wo an? Haben wir den keinen mehr? Wo? Oh, Unterreich, was? Wir segeln schon mal los. Okay, dann bleibe ich jetzt hier stehen. Nee, du musst, Peiler, du bist ja komplett noch falsch. Du musst da erstmal wieder zurück durch das Portal. Danke. Let's see what this does. Naja, du kommst ja dann irgendwo anders hin. Ja, ja, logisch, aber danke, dass du mir geholfen hast. Vielleicht komme ich dahin, wo ihr gerade seid. Jetzt kannst du teleportieren mit M. M, und dann? M auf der Karte und unten beim Wasser, da wo der Steg ist, genau, da wo die andere Unterreich Strand. Da Strand, ja. Strand, Stadt. Du hast Stadt gesagt, deswegen habe ich mich gewundert, Alter. Ich beim ersten auch. Mal. Ich habe gar nichts gesagt. Doch, du hast Stadt gesagt. Wir haben beide gerade, Jus und ich, die Stadt gesucht im Unterreich. Die hab's aber nicht. Verstehst du? Ist doch gar nichts. Ich sag gar nichts mehr. Doch, du sollst sprechen. Nein, ich spreche jetzt nicht mehr. Ich kann gerne rückwärts sprechen. Jusen, du weißt, wo wir lang müssen? Ja, aber das Boot ist gerade nicht da. Achso. Das war hier. Sicher nicht auf dort. Dem anderen Steg, Jusen? Nein. Es war hier. Okay. Achso, naja, dann. Vielleicht könnt ihr euch gleich zu uns teleportieren. Aber ansonsten hört doch unserem Gequatsche zu. Ach so. Nee, ihr seid schon richtig. Dann ist das Boot gerade nicht da. Ja, sag ich doch. Mach die Kamera schon wieder. Danke.
You continue forward in silence until the lights of a camp twinkle through the murk. Twinkle, twinkle, little star. Cool. Haben schon Erfahrungspunkte gekriegt, obwohl wir nicht mal da sind. Ja. Und das Boot steht jetzt immer noch nicht hier. Also ich glaube, ihr müsst erst mit dem Ding zurückfahren, damit wir mitkommen können. Nee, oder nee, wir finden hier gleich einen Teleporter und dann könnt ihr zu uns teleportieren. Ja, das wäre schwierig. Gefunden ja, zum? Ja. Unterreich Grimmschmiede. Nice. Grimmschmiede, so hieß das Ding. Dead Drow. Publicly displayed, but the Dwagar are sending a message. Alex ist im Gespräch. The boat beckons you. Ja, ich hab jetzt nicht mehr. Boot angeklickt. Ah, so. Was ist das hier für eine Rolle? Reinforcements, huh? Let's see how long you last. Okay. Sag mal deinen Leuten, dass sie ein bisschen netter zu uns sein sollen. Ich bin auch nicht nett. Ja, aber du darfst es. Die nicht. Die da oben, ich komme euch einfach in die Nähe. Her shadow. Let all that is past be forgotten. Okay, ist auf den Händler. Ja, ist auf einer. Habt ihr mit dem hier schon gequatscht? How peculiar. Wir sollten nicht alle Gespräche anfangen, Leute. These learned eyes reach their limits. And so I must humbly request yours. Anbetungssache. Rock, the rubble, all of it, if I Alex ist in dem Gespräch und David auch. Okay, dann gehe ich zu David rein. Wo schaut's denn am besten aus, Alex? Naja. Was denkst du denn, Alex? Er Zwerg? Okay. Geh ins Bett! Ich geh ja gleich. Boulders and stone bricks of various sizes clutter the corridor. Many split cleanly in two. Yet some walls remain fully intact. No quake brought these rocks down. They were smashed through in an instant. Something big charged through here. Something very big. Hinten ist jemand gelaufen, hast gesehen. What do you think? Ja. Das wird lesen fertig. Oh, fuck, Alter. The statue's meandering curves and golden edges stand out against the weathered masonry behind it. You consider the differences, but they mean nothing to you. Anything standing out? Ich glaube, irgendein großes Fieber hier. Den komm, ich hab's dir jetzt! 17! Ja! Several glassy stones stand out in the debris. Their borders are coated with tiny yellow crystals. The hottest of flames smoothed the stone and left sulfuric crystals behind. The fires of the hells have touched Grimforge. There is nothing fancy about good work. Respect the stone, or it may crush you. Yes, the rubble. Oh, it was a great beast that tore these walls down. I should have known. Sulfur. Of course, the rocks have been altered by hellfire. Alas, you've left me with more questions than answers. My survey continues. Well, let's see what you've got. Ja, Alex, verkauf erstmal, Alter. Ja. Rettungswurf auf Natur, was machst du denn, David? Quatsch mal mit den Kühen hier. Also, dann gehen wir hier schon mal raus, weil wir können ja leider eh nicht gucken, wie Alex handelt. Hier ist eine Blitzschriftrolle, Pfeiler 8 bis 48 Schaden. Kann ich schon. Alter, E6. Ich glaub, die hat das schon. Die habe ich die hat gelernt. The longer you stare, the more uneasy you feel. There is a presence.
You are seen. Oh, mehr hat er nicht. Okay, ich bin in der Cutscene, da würde ich mal abwarten, was ihr sagt, was ich tun soll. Weil die Antworten sind zum Teil lustig. Aber für dich. Ja, was beobachtest du denn? Das sehe ich jetzt. Das, achso, dieses schwarze Kugel. Auge, okay. Was da war. Ich würde eins sagen. Anspucken? Anspucken, nee, anstupsen, Dicker. Ach, stupsen, ja, scheiße. Oder knuddelig lächeln und winken, Männer. Okay. Your consciousness surges into the orb. First there is blackness, then a pair of unblinking red eyes. Pain grips your skull as the eyes stare into you, then look away. The connection is broken. You stare into the eye. Your reflection stares. The longer you stare, the more uneasy. Ja, du kannst so angreifen. There is a presence. You are seen. Ach so, okay. So angreifen, ja. Ich möchte auch mal mit dem Auge quatschen. Das haut ab. Nee, ich hab's nicht angegriffen. Quatsch mit dem Dicker. Nein, das ist. Another scrying eye. Best to keep my distance. Seen her run with a barrel under her arm. Just a small one, but enough to blow the drow out. Someone should grab it. Slaves are never gonna manage with pickaxes. Can't go chasing maybes. The sergeants are ticket in. Oh, would you look at that, Kerr? Someone's having a listen. A shiver runs through you. Your mind is awash with ancient resentments. True soul, no less. What do you think, Kerr? Should we take Nir's debt off her? Okay, erstmal freundlich bleiben, denke ich. Entweder 1 oder 4, würde ich sagen, aber. Ist halt die Frage, wenn ich 1 drücke, ob man 4 nicht später nochmal bekommt, weil wenn man es nicht bekommt, würden wir den Anhaltspunkt halt nicht bekommen, ne? Das Ding ist, wer ist denn überhaupt Nere? Ja, ah, da müsste ich im Questbuch jetzt auch erstmal nachlesen. Aber I ain't parleying with more twat souls. And you got the stench. Ach ja, if okay. I didn't Got know you. Better, I'd say a mind flayer shat a worm in your brain. Should split your head open and poke around in there if you lot don't pay up. The shiver returns. This time it's colder, sharper. The stench don't lie. You're one of them. Also täuschen hättest du höchstens plus 1. Was ist denn eine wahre Seele? Bist du eine wahre Seele, Dicker? Hast du mir nie erzählt? Die hört, glaube ich, in Alex seine Kultur, nicht in meine. Aber wie gesagt, die. Wir sind in der Unterwelt, da ist jetzt eh alles anders. Da müssen wir uns erstmal dran gewöhnen. Also aber wie gesagt, ich mach 2 oder 3. Ja. Und die Frage ist, wie wir ihnen da halt antworten wollen. Ihr bildet euch was ein. Ich würde mich nie vor der absoluten verneigen. Verneigen? Ich war eine wahre Seele. Ne, der macht zweitens, Alter. Ich meine, täuschen, ganz unten haben wir Gedankenwahrnehmung hätte man auch noch. Aber bringt aber nichts. Ja, die Frage ist, man sieht ja vorher nicht, wie hoch der Schwierigkeitsgrad ist. Würde da jetzt stehen, das wäre jetzt beim die 20 Würfel 10 oder drüber und bei den anderen 11 oder drüber. Es kann immer 1 von 20 sein. Also musst ja, aber du musst ja ein bestimmtes Limit überschreiten. Und dadurch, weißt du, dieses Limit meine ich.
entscheide du und dann macht er das auch. Ja. Gedankenwahrnehmung gibt's halt unten auch noch, aber... Ich werfe zweitens. Ist ein Wurf aus Weisheit. Weisheit habe ich halt... Toll! Mehr als mittelmäßig auf jeden Fall. Super, dann entscheide ich. 2 oder 3. Ja, David hat 3 genommen. Ja, aber musst du doch entscheiden. 2 oder 3. Entscheide ich jetzt. 3, okay. 10, komm, hier kriegst du noch einen Bonus von mir. So. Kann ich hingucken. Chill dich, Digga, hast du geschafft. Oh, nice. Ich sag, er guckt nicht mehr hin, wenn ich würfel. Could be you're right. Something's different with you. In that case, want to earn some gold? Na klar, gib mir die Quest. Okay. Was sagt ihr? Ja, klar. Thryn's after the Absolute's glory. That's why she's got those slaves digging for Nir. But we ain't need glory, just coin. And Nir's got plenty. Help Thryn free Nir. Then you and my chums grind him up. Whatever the spoils, we'll drop you a fat cut. You in? Ja, wir nehmen alles. Alter, obwohl du ja, also überzeugen mache ich wohl. Ja, oder A, könnte ich für uns den mehr rausholen. Und B, Alter, ein Charisma, ein D4, also maximal 4, wenn wir Glück haben beim Würfel noch oben drauf. Oh, und nochmal 3. Das sind 8 Pluspunkte im Maximalfall. Na, ist ja gut. Wir sind ja beide wohl eh alleine. Ich mach's Season. Ja. Geht. Ey, guck wieder nicht hin. Ja, doch, doch, ich glaub, ja. Half. You drugnin. Fine. So, von Kompliment, Alter. Half it is. But first. Von ihm aus, ja. We need to take care of something. You've seen that weird orb I floating about? Wenn er so gesagt sagt, ich bin einer seines Volkes. And don't get caught. Keiner dieser Folge wird uns die Hassen würden. And we can't risk more twats on showing up. You still standing about? Get on it. Also wir haben Springpulver, wollen wir was machen? Dann wieder da. Oh, ist halt die Frage, ne? Entweder. Dafür haben wir die Dinger doch ewig mit uns rumgeschleppt, oder nicht? Na dann los, Springpulver, gib ihm. Good. Drop it near the rubble when it's time. Flaming arrow or some such will set it off. Okay, krass. Now move. You're hogging my air. Okay, was bist du jetzt so frech, Alter? Schon die ganze Zeit frech. Und auf deinen Trip. Bist schon die ganze Zeit frech. Another scrying eye. Best to keep my distance. Okay, kann, Charlie, magst du mal mit dem Auge quatschen? Vielleicht hast du bessere Chancen als wir. Hinter dir, schwarz. Weil das ist eine Quest, glaube ich, irgendwie. Oh. Stare into the eye. Was Alex machen kann. Your reflection stares back. The longer you stare, okay, the more uneasy you feel. There is a presence. You are seen. Auch nur angreifen. Nee, denn nicht. Ja. Hätte ich mal vorhin doch reingreifen gedrückt. Das ist ja die Scheiße, dass ich nicht mehr die Auswahl hatte. Ja? Nee, ging nicht mehr. Ich hätte reingreifen sollen. So, die Quest ist. Wir müssen hier zu dieser Ritualstelle hier vorne, da wo der schon chillt. Zerstöre das Spähauge steht hier. Also das, was wir also war doch richtig. Wir müssen das angreifen. Ja. Okay, dann speichere mal lieber vorher, dann greifen wir es an. Aber warum greifen die das nicht an? Das habe ich hier nicht gerafft im Gespräch. Das sind Freunde von. Wir sind befreundet anscheinend.
Okay, soll ich angreifen? Nee, Alex macht von hinten. Okay. Kann er nicht. Er sieht auch unsichtbar. Ja. Yuzu macht einfach Nahkampfangriff oder Alex. Zieh durch. Es ist ja noch. Okay. Daneben. Okay. You attack someone. Oh. Only the guards are allowed to do that, as this one is about to demonstrate. Soll ich mich herausreden oder? Ich bräuchte dich schon. Alles gut. Ich bin immer noch im Gespräch, Alex. Ja, ich auch. Versuche dich aus. Geld aufbauen oder versuchen dich herauszureden. Oder angreifen. Herauszureden. Na, dann machen wir. Okay, ich bin es anscheinend, okay. Mm-mm. Wir beide okay. Usen. Achso, ein Alter. Also ich hab meins geschafft. Einschüchtern. Dann machen wir einschüchtern, ja, dann machen wir einschüchtern. Ich mach überzeugen. Okay, aber ich muss jetzt 20 würfeln, fuck. Ich hoffe, die sind nett. Eine 15. Oh Mann. Cool. Warte kurz, vielleicht kann ich bei dir noch rein. Nee. Eins. Hätte eh nichts gebracht, David. Ich versuch's lieber nochmal. Ich kann es auch nochmal einen neu würfeln, okay, ich probier's. Na gut, jetzt sind aber unsere ganzen. Naja, das ist jetzt ja wichtig. 19, ja, geschafft. Ich hab's auch geschafft. 23. Jetzt fragen die. Jetzt fragen die mich noch? Ich kann eh nochmal neu würfeln. Okay. Und mit der Eulen müssen wir da wieder quatschen. Ja, und dem hier vorne hoch. Mach den mal. Okay, ich quatsch mit der Eulen. Okay, war ein langes Gespräch. Wird das Auge jetzt überhaupt zerstört? Ich habe gar nicht gesehen, was damit passiert ist. Okay. Soft whispers, the words all but lost in the hot air. Ah, schaffst du. I'll never get through. We need that smoke powder. Finamine's gone, and if she's smart, she won't be coming back. Tell the sergeant where she went. Beltron's still trapped with that maniac near. Forget the smoke powder! They'd kill Phil on the spot! I won't let you do it! Ich quatsch ja hier kurz noch mit allen. Sag doch Bescheid, wenn's weitergeht. Mhm. Jo. Da mach ich mal Baba und einschüchtern mal. Warte mal. Ja, na, wäre die beste Wahl, so generell, ja. Aber ich wollte mir die. Ich wollte mir gerade noch. Ich habe zwei Würfel, alles gut. Ja, aber ich wollte mir noch durchlesen, was die Antwort wirklich ist. Na, mal gucken. Mom, our friends are trapped in the cave-in. And I know a way to get them out. Bug, please. Trusolnir will. You know what he'll do. Altbrecher klingt doch ganz cool, oder? Na, zieh durch. Alright. Go ahead, Lunkbug. Tell her. A few days back, there was a scene. Our friend Philomene, she's a sapper, set off a blast and ran off. We set a spot for hiding if someone found trouble. I'll mark your map. If Philomene made it, you'll find her there. She'll have the stuff to blow that tunnel wide open and get Beltron and the rest out. Hm.
Incredible news. Drop it near the cave-in and set it alight. Didn't you hear? Do I need to rip the extra flesh off your ears? Ich glaube jetzt wusste ich, sollen wir da jetzt auch wirklich da einfach das gegenschmeißen oder? Wir müssen mit diesem Commander nochmal quatschen, okay. Tue ich gerade. Ja, das Fass müssen wir bestimmt davor hin. Heat up some rocks. Muss im Inventar dann noch fallen lassen. I don't have time for drugging and outsiders. Oder jemanden da anquatschen und denen sagen, hier ist dein Fass. Poorly, obviously. Tunnel collapsed on a true soul. Absolute's going to eat my liver. Now move. I've got no time for... The parasite stirs, but it's a mere tickle. You hear no thoughts or memories. Aha. Just an echo of scars that never healed. A true soul, eh? Useless wreck of a lookout could have told me. Glad you're here to take responsibility. Tunnel's collapsed. Trapped true soul near. He's stuck in there with poisoned geezers. We don't get him out soon. It's both our heads. Ich kümmere mich drum. Soll ich dir Sprengpummel nochmal anbieten? Ja, mach. Alex, bei dir hört man das dann doppelt. Nee, bei Alex hat man eine doppelt. You pricks got some nerve. Clean up this mess. Near dies, heads roll. Außer vielleicht wenn es lauter ist, keine Ahnung. Wir in der Katze. See near the rubble, a fragmented voice clutches at your mind. A true soul. True soul. Okay, wer hat das angeklickt? Ich sehe gerade kein Bild dahinter. Ich. Hat schon mal was? Okay. Nur ich habe eins geklickt, Jusen. Die anderen drücken irgendwie nichts. Expedition! Passage trapped! Gnomes useless! Don't trust Mercs! Get me out! You through Nir's eyes is a blur. You only make out a bit of rubble, a few moving figures. Oh, dein Würfel. 10. Hat jemand einen Bonus? Du hast bis jetzt einen Bonus von 4, also solltest du ja schaffen, wohl höher als eine 6 zu würfeln. Oder 6 halt, geht ja auch. 10 geht auch, wenn man es direkt trifft, ne? Siehst du, okay, 11, jetzt hast du 15. The blur resolves into an image. Two gnomes feverishly removing debris. While two others lie dead at Nir's feet, their flesh scorched by powerful magic. You sense Nir's frustration. Tinged with rage as the connection fades. Ich verstehe jetzt nicht, was wir machen sollen. Ich kann doch jetzt da nicht Sprengpulver draufwerfen und sprengen wieder alle weg. Okay. Aber wenn wir hier jetzt Sprengpulver draufwerfen, killen wir die doch hier vorne. Oder einfach angreifen. Achso, ich kann da jetzt auch nochmal rangehen und quatschen. Ja. Sense Nir's frustration, tinged with rage. Nee, das ist was the connection. Okay, dann speichern wir lieber. Ich greif mal die. Genau. Speichern wir die. Sozial.
Warte, was sagt dann die Quest eigentlich? Befreie den Tiefen genommen. Habt ihr mit der Kommandantin geredet? Habt ihr mit der Kommandantin schon geredet? Ja. Wir haben mit beiden geredet und auch schon mit den Gnomen hier alle. Ein normaler Angriff verspringt das nicht weg. Ich hab halt bloß Angst, wenn ich da jetzt diese Pulver gegen schmeiße, dass ich die alle töte da vorne. Wie soll das Pulver zünden? Zündet das Pulver. Dann mach einfach mal einen Feuerball da drauf. Wir gehen hier ein bisschen beiseite. Oh, and that goes for novices too. Dann müssen wir irgendwo nach da oben. Mach da einfach mal so einen Molly dagegen. Glaubst du nicht, dass ich die da unten denn alle töte? Oh. Ja. Gut, dass wir gerade gespeichert haben. Und der Einsturz hat keinen Schaden genommen. Ja. Der Einsturz brennt aber. Okay. Der hat keinen Schaden genommen. Ja. Na, wollen wir jetzt gegen alle hier kämpfen? Nein. Wird neu geladen. Ich frage ja nur. Nein, wir kämpfen da nicht gegen alle. Wäre jetzt auch nicht mein Vorhaben gewesen, aber. Ja. Wollte trotzdem einfach mal angreifen. Jo, klar, kannst du doch machen. Ne, das. Ja, irgendwie merkt schon, ja. Das ja, merken ist auch nur eine Frage. Mal gucken, wie viel Schaden ich mache. So, müssen wir uns hier mal was einfallen lassen? Ich bleib hier einfach mal kurz stehen. Okay, zwei Rauchpulverfässer habe ich. Naja, dann. Oh, nice. Nimm mal. Eine oder reicht eins? Ja, nimm weiter. Stop digging again and I'll bleed you dry! Okay, falls jetzt jemand probieren will, kann er schon mal gerne das aus meinem Inventar nehmen. Das ist halt die Frage, ob wir das nicht im Inventar haben müssen und dann mit einem reden müssen. Nochmal, oder? Okay, dann probier's nochmal. Ich hab's gerade im Inventar. Ah, die rennen automatisch weg. Ja. Dann weg da, Leute. Ihr steht direkt davor. Kannst du es noch näher ranstellen? Ja. 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 Dann kommt alle weg da. David, weg da. David, weg. Oh. Ich mach schon Pigger-Zeichen, ich bin ganz wild. Finally! Veldron, can you hear me? Läuft doch. Veldron! Nicht reinrennen, Jusen. Ja, ich bin gerade in der Kanzel. Komm zurück. Ich bin gerade in der Kanzel. Super. Steht im Feuer. Ich bin in der Kanzel. Ja, was soll ich machen? Worthless slave! Nicht drinrennen. Your incompetence has been my ruin. Nay, does not fail. Ich finde das für dich immer ganz cool. Du hast ein bisschen lange gebraucht, glaube ich, zum Antworten. Lösen. You care for the warum? Weak, true soul. Ach so. Bei mir konnte man schon antworten und man hat die. Jawohl, die Antworten waren ja die gleichen. Aber vielleicht, wenn er vorher was gesagt hat. You dare speak to ging me ja gar without nicht in der Szene, wo reverence. That was your first and last mistake. Und wenn man so weit in ein Spiel einbaut, hast du normalerweise eine Zeitlupe. Heart and serve it to the Rothe. If she indeed is a true soul, let the Absolute save her. No. Ich glaube, ich hätte damit reden sollen. Ja. Ich bin der absoluten Treue geben. Wenn ich mich anspüren, so 30 Bücher. Also 5 oder 6 finde ich schon ganz gut, muss ich sagen.
Aber Barbar bin ich schon besser, also Stufe 2 zumindest. Also mach ich Barbar jetzt los. I see your idiocy is surpassed only by your ego. Shut your shitholes, both of you! You owe my crew a 10 days worth of coin, Nier. And it's time you shell out. Jetzt wird's interessant. Direct your blade at the heretic, Dwergar. You shall have your coin. You're damn right I'll have it. Me and that one, we got a deal. We beat your ass and dig the juice out from your carcass. You bargained with this wretch. Es kommt drauf an, auf welche Seite wir uns jetzt gleich stellen, glaube ich. Nier is not without mercy, the rat has given you a chance to earn my favor. Strike him down. Prove your faith. Wir machen dauerhaft den Robin Hood-Style erstmal, sag Seriusen. Yep, yep. Nier ist sich auf Seite. Ja. Die Rebellen, die hatten einen Händler. Heretics, let Nier be your end. Okay. Ab geht da der Peter. Jep, jep. Alter, wie viele Gegner sind denn das? Warum viele? Warum sind die anderen jetzt auch bei uns? Achso, nee, wir sind nur bei den... Ach, wir sind nur bei den drei... Mit drei Leuten. Alter, da sind die Gegner, ja. Ja, das ist... Echt, ich dachte, die... Alle, ja. Warum haben sich denn die anderen Renai auf die Seite? Naja, jeder konnte sich vielleicht entscheiden. Okay, also nicht alle angreifen, sondern. Der Dude steht immer noch da hinten, ja? Durch das Tor vor Yusen. Ja, Yusen kann sich doch dem vorknöpfen, oder den Eulen. Okay, ja. Okay, Niere nehme ich wieder. Okay. Ich habe auf jeden Fall ein großes Problem. Ich stehe. Der hat so ein Gift um sich herum. Ja, wenn du kannst, schubst du ihn ins Gift. Achso. Bist du nicht giftresistent? Schädig. Weiß ich nicht. Muss mal gucken. Oh, dann zoome ich aber dich dran. Attacke, Yusen. Ach nee, du kommst ja erst. Dran. Ja, ja, okay, ich bin vor dir dran. Ich seh's gerade. Ich hab grad gar nicht drauf geachtet, hab ich schon voll gefreut. Braucht jetzt jemand gleich noch eine Heilung? Ansonsten würde ich mich gerne mal in den. Verwandel dich in ein Tier. Auch wenn ich nicht gehört habe, was du gesagt hast. Ob ich euch vorher noch mal heilen soll. Mir geht's gut, nur dir selber geht's ein bisschen kacke, sehe ich gerade. Ja, das zielt schon auf mich. Das heißt, wenn ich mich bewege, krieg ich von denen auf die Fresse, oder? Ja, wenn da ein roter Balken ist, dann ja. Was heißt denn roter Balken? Na, zwischen euch beiden. Ja, nee. Tyler, du hast. Da blinkt was Rotes. Bei dir, zwischen den beiden. Ja, wenn du woanders hinguckst. Zwischen dir und dem Typen. Da muss ein roter Pfeil zu dir zeigen. Der ist weiß. Nee, der blinkt, Pfeiler. Der blinkt bei dir. In deinem Kreis ist er drinnen. Ach, der da. Also der... Ah, der... Der würde dich angreifen, wenn du dich bewegst. Okay. Genau, das heißt der Pfeil. Genau. Und das hast du jedes Mal, wenn du dich bewegst. Ja, ja, ich weiß. Ich habe gerade bloß nicht durchgesehen, weil das war doch vorher auch so, dass die Spur, also zum Gegner hin, wenn ich drauf gejoint bin, dass die rot war. Ich weiß nicht, ob die das jetzt irgendwann geändert haben und ich habe das nicht mitbekommen bei den letzten Malen. Nee, das war schon immer so. Okay. Das war schon immer so, ja. Sonst hätte man das ja schon vorher gesehen, wenn man sich bewegt. Aber es ist wirklich nur dieses kleine Blinken. Mein Problem ist halt, ich bin halt... Ja, nicht... Also viele sind giftresistent. Und nichts Giftiges. Ich könnte einen Standard-Feuerball machen oder ich könnte auch was Stärkeres machen. Aber warte mal, ich habe zwei Leute vor mir. Kannst du brennende Hände machen oder so? Nee, habe ich so nicht mehr bei. Na, mach doch den Blitz. Das könnte ich auch machen, aber das könnte auch hinderlich sein. Tentakel. Nee, das könnte auch. Nee. Wäre vielleicht klüger gewesen, wenn wir vorher eine kleine kurze Rast gemacht hätten. Macht auch nicht so Sinn. Wussten wir ja nicht, dass wir jetzt mit denen kämpfen. That's right. Ich
könnte auch einfach einen tierischen Begleiter rufen, oder halt. Mit dem Angreifen ist halt gar nicht so einfach. Ja, wie gesagt, du bist ja auf Fernkämpfer, die sind ziemlich nah dran. Dann mach, beschwör so einen Gegner nochmal extra und dann machst du das Beste draus. Ja, wenn nicht, dann beschwör doch so einen Feuerball zwischen den beiden. Oder sowas, ja. Und dann machst du die Strahlen. Die, diese Fee ist dieses Fee. Ja, die Strahlen dann könnte ich auch machen, ja. Der macht die Strahlen, das ist jetzt goldig. Aber wen sollten zuerst ausschalten? Den, wo ich die meisten Punkte die habe. Da, da wo du am nächsten. Ja, da wo oder, die Prozentzahl oder am höchsten okay ist, ja. Genau. Oh, da hinten 80. Der bei Alex. Ja, wie viel Leben hat er noch? Nee, nur die 80 vor dir, bitte. Ja, der macht den 72er ja vor dir. Okay. Warte. Nice. Gut. War doch sehr, sehr gut. Keine Fuss. Ja. Nice. So ein Kampf halt. Hast der ein bisschen zugelegt, war David? So um die 2 Tonnen. Ich habe jetzt auch 65 Leben. Plus 12. Warum ich? Ja, sie wurde bestraft. Immerhin. Fühlt sich da voll wohl oben. Ah, der ist giftresistent, den brauchst du nicht ins Gift schubsen. Ja. Geh lieber ran und versuch direkt Damage zu machen. Nero ist nicht giftresistent, Leute. Nee. Problem ist, wie gesagt, ich bin jetzt gerade verängstigt. Alle anderen Nero aber nicht. Der ist gegen. Okay. Na, sonst bleibt da stehen, dann können die uns erstmal um die anderen kümmern. Ja, hier sind nur der Hauding und die Kommandantin da. So, auch nee. Dann kann ich mich da hinten noch ein bisschen mit kümmern. Oh, das ist doch gut. Jetzt brennt er wenigstens. So, so, genau. Oder auch nicht. Na doch, er brennt. Dann nehme ich doch mal den Tank. Wow. Okay. Sonst hat er auch nichts mehr. Im Bett da. Nice. Oh. Oh. Das war. Oh. Das war brutal. Alter! Alter, ja. Die hat sich weggeschubst in die Lava. Alex ist tot. Ich glaube, Alex ist sogar für immer tot. Nee, wir können beim, Tiefen doch ja im Lager sein. Genau, ihr könnt mich im Lager, könnt ihr mich. Ich bin sterbend, okay. Deswegen meinte ich ja für immer. Nein, ihr könnt mich auch im Lager wieder kaufen. Bei dem Botentypen, den wir da aus der Gruft geholt haben. Kostet irgendwie 100 Gold oder so. Aber du wirst jetzt gerade hier im Kampfgeschehen schon fehlen, auf jeden Fall. Oh nein, da kamen noch zwei dazu. Ah ne, die sind auf unserer Seite. Okay. Na, wollen wir es alle probieren, oder? Müssen wir uns mal absprechen, wer jetzt hier was macht und wen angreift. Du bist jetzt dran, Pilar, sonst ist erstmal keiner dran. Ja, nein. Wen soll ich aber angreifen? Genau vor, den vor dir. Den vor dir. Aber bringt doch nichts, der ist noch 9 Runden gefesselt. Also, warum sollte ich den jetzt angreifen? Okay, dann den hier oben. Kannst du Barkos Brut wegballern? Den hier oben. Mach den hier. Dra. Ja, der hat's nicht so. Hat aber nur 42% Trefferquote. Naja,
Ja. Wenn ich den hier vor mir nehme, rechts, der den anderen gelben angreift, habe ich 64. Wenn ich die Rolle da hinten nehme, habe ich wieder weniger. Mach den, aber versuch die anderen nicht zu treffen. Ja, wie gesagt, sonst, wenn ich den hinter Jusen nehme, habe ich so 80% zu treffen, dann ist er gleich tot. Dann mach den. Hauptsache einer ist weg. Okay. Er ist weg. Ja. Sollen wir was anderes machen? Nee, dann beweg dich nicht und bleib. Nee, warte mal, ich muss mich drehen. So, jetzt. Ja, dann noch wieder so. Zwei hat er noch. Er lebt noch. Ist egal, wir haben hier auch noch einen zu stehen, aber der ist jetzt ein Teil. Ah, siehst du. Sehr schön. So, da drüben sind die Bösen. Einer ist da oben und zwei sind noch hier unten. Oh. Das ist schon geil, war David, solltest du eher öfter mal machen. Kannst du uns in dem Modus auch noch heilen? Nee, das kann ich nicht. Das kann ich nicht, das ist das Problem. Okay, der andere Dude ist auch gestorben. Und außerdem den Bär, den habe ich dann erst mit diesem Level bekommen. Dürfen nicht vergessen, der Dude steht da hinten dann auch noch. Obwohl, der bleibt da stehen. Das ist eigentlich bis jetzt alles sehr praktisch. Oh, David, den da oben kriegst du doch nicht von mit deiner Gestalt, ne? Dann beweg dich vielleicht mal in die andere Richtung. Also ich wollte den unten noch wegkloppen. Ist das nicht unserer? Nee, ist er nicht. Brutus? Barkus? Oder? Ist das hier nicht der vor dir? Gehört er nicht zu uns? Der ist doch nicht rot. Das sind die Sklaven. Richtig. David. Du musst. Das sind keine Gegner. Guck doch, die Karte ist nicht rot. Ja, okay. Alles, was nur rot ist, ist doch ein Gegner. Ach, der hat gar kein Dings. Nee, der hat gar kein Dings. Deswegen wäre eigentlich clever von dir, wenn du denn das nächste Mal in Richtung deines Arschloches gehst zu den beiden und ich versuche den da oben mal runterzuholen. In Richtung seines Arschloches? Nee, ist doch nur noch jetzt nur noch das der sind da auch Sklaven. Ja, da bei hinten in der Ecke, da war ja noch einer, der jetzt angegriffen hat und unten in der Ecke. Na, dann macht mal. Das ist okay, das sind Sklaven. Nee, das da unten. Das ist auch ein Sklave. Ja, das sind alle Sklaven, ne? Ja. Nee, die greifen euch nicht an. Aber ich kann auch den hier oben angreifen. Das ist doch ein Sklave. Nee, der da oben. Ganz oben. Alex, ich rede auch die ganze Zeit von denen, die hier in meine Richtung stehen. Das sind zwei Leute. Und du sagst die ganze Zeit, das sind Sklaven. Da ist einer vor mir, der mit mir kämpft. Und da sind zwei Gegner. Ja. Und ich meinte, den du da neben mir. Den und den. Deswegen in seine Richtung von David, seinem Arschloch. Und wieder ins Leben. Und Hüsen wird die ganze Zeit nur verängstigt. Und jetzt rennt er wieder ins Gift. Das ist ja wie im echten Leben, Alter. Ich bin nur verängstigt. Die Gegner tun sich selber weh. Dann beende deinen Zug, Jusen. Aber kannst du noch was machen? Oh nice, jetzt ist er blind. Oh nice. Oh, ich glaube, ich noch einen. Die werfen einfach irgendwelche Sachen. Schweine. Wurfspeer.
Achso, die gelben sind auch noch. Oh, nur die mit dem roten Kreis sind böse. Außer Dildo, der ist jetzt tot. Ich bin tot. Achso, du warst das. Das wird doch jetzt echt verarschen, David, dass du jetzt erst gemerkt hast, dass die mit dem gelben Kreis die Lieben sind, oder? Nein, die Neuen, die dazu kamen, haben einen gelben Kreis, meinte ich. Tja, na, die, die da stehen und verbündet sind, die haben auch einen gelben Kreis. Vorher waren sie grau mit einem Sanduhr dran. Nee, bei mir waren sie die ganze Zeit gelb. Ist euch jetzt egal, Palderus, was ist dein Plan? Palderus und Wolferus, was ist euer Plan? Na, ich glaube, den hier unten noch weiter an. Wollen wir wieder runter? Die Leiter runterklettern. Jetzt kriegt er auf die Fresse und jetzt kriegt er halt nach Hause. Ja, nice, Alter. Du machst instant einfach mal über 40 Schaden, Alter, nice. Loot ich den jetzt noch? So. Unten bei Pyler sind jetzt noch zwei, oder? Warte, einer ja. Ist da, einer ist da und da ist da hinten. Jusen, brauchst du Hilfe bei den, bei die da hinten, oder? Ich hab ihn schon mal 18 abgezogen und er ist blind. Also ich bin erstmal noch... Ach, Jusen macht seine Nummer super. Da kann ich überhaupt nicht. Du hast den da hinten, das läuft alle tippitoppi. Und wir kümmern uns jetzt erstmal hier drum. Und ich lenk den Typico hier ab. Okay, 23, das war schon leicht mies. Okay, ich muss das halt erstmal kurz mit. Oh ja, perfekt. 48, was hast du denn genommen? So, ich habe jetzt mal den großen Kurs genommen, weil ich kurz vorm Abnippen war. So. Also ich finde Pfeilpunkt noch am besten eigentlich gegen ihn. Gift ist ja resistent, oder? Aber du kannst doch hier durchlaufen, Jusen. Da ist kein Gift. Ja, da war er still, kannst du eigentlich angreifen. Kannst doch direkt vor ihm laufen und dann mit einem Nahkampfangriff angreifen. Du bist doch eher Nahkampf. Oh, ich blutet. Ja. Blutet der Victor? Ja. Nee. Nee, er ist vergiftet. Immer noch, ja. Aber ist nicht schlimm. Aber kannst du ihn schubsen? Ja. Ja, los. Warum? Schubsen mache ich hier weg da. Wieso? Nee, okay, doch nicht. Der ist so weit entfernt. Ein Zentimeter ist das, aber okay. Schade. Alter, okay, okay. Na, ja, ich glaub, da geht's weg. So. Ege, Mitspieler. Du hast richtig guten Pfeile rum. So, man muss jetzt noch mal zu Jusen. Bei den da unten, den macht er ja gleich fertig, oder? Ja, gleich. Naja. Er hat nur ein Leben, also. Wer? Bei mir der nicht. Ne? Nein, der andere da hinten. Bei Pfeiler. Der ist aber auch bewusstlos, also von daher. So, Jusen, jetzt hau ich dich mal um. Gucken. Du gegen einen Eulenbär. Oder gegen eine Bäreneule. Oder gegen den geäulten Bären. Alderus? Sehen, ob ich ihn überhaupt treffe. Kannst doch näher rangehen, ne? Ja, na, aber das Ding geht 30 Meter. Aber es steht hier keine Entfernung, ob ich treffe oder nicht. Das ist auch ein Strahl generell. Ach, alles, was im Weg steht, ist gefickt. Okay, dann bringt es eh nichts. Dann ist doof, ja.
Was habe ich noch da? Hoffe ich erstmal so weit ran, wie ich kann. Nö, geht nicht. Okay. Wer macht das? Heretic! Bin ich schon wieder dran? Nein, erstmal Ecke. Das nicht usen, obwohl zurückgehen ist blöd. Aber obwohl du kannst dich zurückziehen. Wenn du ein Stück rauskommst jetzt aus Gas. Nein, schade. Okay. Das bringt gar nichts bei dem. Ich glaube, wenn er eine Hauptattacke gemacht hat, kann er sich nicht mehr zurückziehen. Ich dachte, ich kann ihn noch schubsen, dann vielleicht noch ein bisschen weglaufen, aber der Typ lässt sich nicht schubsen, ey. Ja, stimmt, Rückzug ist eine Aktion. Ja. Sonst müsste er dafür irgendeinen Gegenstand haben, der da einen Effekt drauf hat. Oder was? Das ist echt cool, Alter. Ich brauche eigentlich gar nichts mehr machen. Was ich weiß, ja. Kann eigentlich die Leute looten. Okay, ich komme nicht an ihn ran. Ich könnte auf ihn drauf. Ich loote ihn, Leute. Ich habe Angst, dass ich den Jusen treffe. Jetzt nochmal in die richtige Richtung. Ich versuche mal neben dich zu springen, ohne die Schaden zu machen, okay? Okay. Kein Schaden. Alter. Also, krass. Der Tür ist richtig krass, was du hast, Dicker. Nein, ich habe nur 65 Leben. There's an illicit parasite in that corpse. Shit. Warte, wir dürfen nicht. So, sorry. Cut your dirt. Ja, bei mir. Here's your cut. Half the spoils, like Brithvar said. Listen up, Clan Flameshade. We need a cut and run. It's time I scram. Ich bin tot, aber before the buggers at Moonrise charge in. Ein toter Inspirit ist geil. Ihr habt mich im Himmel inspiriert. Boah, minus 1, dann mach ich mal einen Bonus von mir rauf. David? Kannst du mal ins Lager gehen? They belong to the clan. They're coming with us. Das überlege ich mir noch. Oder nicht. Diana. Guckt eigentlich einer an die Cutscene, dass er mir hätte einen Bonus ja geben können, oder? Nee, ich kann ja keinen Bonus. Okay. Hätte er sein können. Ich kann auch keine Kunde machen. Hat auch so geklappt. Ich mach auch keine Kunde einmal. Yeah, might be right okay about that. The more bodies we got, the slower we move. Okay. You three squatties? Get your legs moving before I change my damn mind. Was war's denn die Türen so? Oh, ich kann erneut würfeln. Place is swarming with absolute buggers. And I'm gonna mess with them. Some general up there giving the orders. Oder? The way Nier told it. They got goblins, drow, gnolls, even einer humans. Nur einer, ain't no one that won't try to turn. The clans included. You think I catch so much of a whiff of you? Oh nein, ich hab mich zurückverwandelt, weil ich mit dem gesprochen habe. Now move out of here. I got shit to be doing. They from the pittance of coin. I might summon the worthiest among them to lend. Then thou must return with the proper payment. This is the price of balance. 200 kostet dort Alex. Okay.
Okay, ich quatsch. Ja, nun lass es. Hab's mir anders überlegt. Der Tod kann ja auch ganz erholsam sein. Bei dem Gespräch da. Well counted. I recommend und will es einverstanden, dass du wieder verstehst. For a moment. Stehe ich jetzt in der Lava? Ich weiß es nicht. Oh, ich kann noch nichts machen. Alter, der macht gerade noch sein Ritual. Nee, hier vorne tauchst du auf. Ist die Frage, ob du einen Malus kriegst, aber. Ja. Ich bin in der Katze, wie gesagt, ne? Ja, ich bin dankbar, dass ich da überhaupt gehen wir zur Anhang. Wie gesagt, danke, aber mein Geld wird gleich. I'm grateful, don't mistake me. Die Aktion hat uns 200 Dollar gekostet. You're one of them, aren't you? Here. The Iron Hand gnomes honor their debts. With Walbrun gone, that falls to me. Make it quick. We need to find Walbrun. Now! You're a little late, Barkus, my lad. He's already been sent to Moonrise Towers. We were just slave hands to the cult, but not Walbrun. He knows things. Things they want to know, too. What has he gotten himself mixed up in now? Wissen sieht gut aus. 15. Okay. Yes, sir. You'll call me mad, but fine. Walbrun's found the formula for rune powder. What? Aye. The explosive of Gaerdal Ironhand's own creation. Fistfuls, wiping out armies. All those old stories. Only Walbrun couldn't leave the stories be, so he went and bloody found it. A small supply, tucked away down here with a manuscript. He just made sense of the formula when the cult jumped us, so he burned the damn thing. If there's a single copy left, it's sitting in his head. Those absolutists pull it out and make rune powder, they could flatten the whole of the Sword Coast. Willst du eine neue Quest, oder David? Ja, klar. Mal her, mal. You really would, wouldn't you? But not us. My people can barely stand, and we have business back in the city. That business is what sent us after the powder to begin with. Now, we'll have to make other arrangements. And just like that, you'd leave Walbrun behind? I knew you lot were foolish, but I didn't know you were cruel. If you knew half as much as you think, my lad, Walbrun might have kept you around. Entweder zweitens oder drittens. Dafür bin ich so. Erstens. Na gut. My people will find somewhere to regroup across the lake. Then on to the city. If you find yourself in Baldur's Gate, seek us out. We'll
raise a glass to Wolbrun together. Alter, die Hand, Paul, die Handschuhe, die du gefunden hast. Diese Abgrundrufer, die sind ja ziemlich nice. Wenn du den Dämon rufst, dann ist er gegen jede Art von Zauber, glaube ich, relativ gut Dämon. Ja, ja, klar, deswegen habe ich sein Inventar. Wenn ich den benutze, tausche ich die Handschuhe halt. Aber sonst sind die Geschicklichkeitshandschuhe schon echt Porno. Ja, das Problem ist aber, dass die auch wahnsinnig werden könnten. Richtig. Ja, das stimmt. Das ist halt nochmal der Nachteil an der Sache. Und leider dadurch, dass wir ja noch nicht so Level abgegangen sind, dass ich mir nochmal was dazu bauen kann, wie mittlere Rüstung, kann ich halt die anderen coolen Schuhe nicht tragen. Aber müssen wir halt noch ein bisschen warten. So, meine Lieben, wo müssen wir denn jetzt hin? Weiler, ich habe einen Ring für dich gefunden. Ja. Wenn du Schallschaden machst, musst du mehr Schallschaden. Jo, nur ich hab noch einen Ring drin, der nichts macht. Dann tausche ich die mal. Jobel. Merci. Ich habe auch einen Stab, der halt Schallschaden standardmäßig macht als normalen Angriff. Weißt du, wenn ich eine Nahkampfattacke doch mal mache, dann verstärkt er das nochmal. Ich habe auch noch zwei Ketten drin, die könnt ihr euch mal angucken, ob ihr die gebrauchen könnt. Bei den Ketten tue ich mich halt schwer. Die eine Kette habe ich dir darin gesteckt. Die hat man von dem Auge, die Augenkette da, die lilane. Und bei der blauen Kette tue ich mich halt schwer, weil wenn du mal auf meine Kette gehst, ist halt ein magischer Geschoss. In dem Fall wäre halt eine andere Zauberattacke, aber... beim magischen Geschoss, da haben wir es. Es hat halt 6 bis 15 Schaden, 3D mal 4 plus 3 Energie. Das ist halt auf 18 Meter. Warte mal, ich leg mal die andere an. So, warte mal, ich muss ja erst drüber ziehen. In der Tasse voll. So. Und nicht genügend Blitzladungen. Zwei Züge. Eine lange Rast ist eine Bonusaktion. Naja, bringt theoretisch was, aber... weiß ich nicht. Vielleicht David? Du damit was anfangen kannst? Obwohl, nee, du hast die Kette der Heilung da um. Nee. Eine Ellie-Heilungskette würde ich jetzt nicht wegnehmen. Also ja, könnte ich als Bonusaktion, wenn ich wieder eine habe, mit drin nehmen. Aber das andere, die andere Kette, die ich habe mit dem magischen Geschoss, ist halt nur eine Aktion. Das ist halt praktischer für dich. Nee. Na gut. Wenn ich so verkaufen soll, dann packt es zu mir rein. Also alles, was blau ist, würde ich generell sagen, dass wir das nicht verkaufen. Aber man kann das eventuell später immer noch gebrauchen. Die andere Kette da? Der Sprenganhänger? Sprenganhänger? Mit dem Blitzstrahl, Klassenaktion? Ja, genau, den hatte ich ja gerade. Achso. Über den habe ich ja also geredet. Okay, also kann ich beide verkaufen, beide Ketten. Naja, die gesagt, alles, was grün ist, theoretisch schon. Blau würde ich behalten. Na, die, nee, die andere ist sogar lila. Oder nee, die würde ich behalten, Strahl. Genau, weil es halt dritten Grades Zauberdinger sind. Sonst nehme ich den erstmal rüber, Alex. So. Aber die Kette ist halt eine Bonusaktion und die Kette, die ich habe, ist eine normale Aktion als extra Zauber. Da behalte ich doch lieber die. Aber wie gesagt, Leute, packt Alex alles rüber, oder? Mhm. Machen Sie schon. Ich bin beim Händler. Ich bin beim Händler, ja. So, erstmal mit dem Inventar sortieren nach Wert. Wert, zack. Hm.
So, hab uns erstmal ein bisschen Gold verschafft hier. Da oben war da noch einer, oder? Wenn ich jetzt richtig erinnere. Okay. Den Zauberstab behalte ich mal auf jeden Fall. Da waren noch zwei Händler. Mal Zauberstab der Feuerbilder. Warum kann ich den denn nicht meinen Zauberstab austauschen? Ah, ich habe noch so einen Rauchpulverpass bei. Wir müssen das bei der 1. Den behalte ich. Jetzt bin ich überladen. Könnt ihr wieder was rausnehmen, bitte? Nee. Bei mir bist du gerade nicht überladen. Ich auch nicht. Bin ich's nicht. Ach, das Gelbe, das wurde gerade weiß angezeigt bei uns. Alles gut, Alex. Okay, du machst David? Das. Ja, warte kurz, pack ich bei Alex gleich wieder rein. Ja. Achso, hey, ich wollte gerade was anderes fragen. Was denn? Die Rüstung, diese, dieses Captain-Hemd, ist doch schon ein bisschen besser als diese Fellrüstung, die ich habe, oder? Geschicklichkeit ist dasselbe. Das Einzige, was mir flöten geht, ist ein bisschen Initiative. Du hast eine Rüstung mehr, ja, kannst du nehmen. Ja, aber wie viel Initiative geht dir denn flöten? Einer. Oh, wo ist? Da will ich doch lieber geschützt sein, oder? Bist du beim Händler, Alex? Nee. Ich bin gestiegen so mit Rüstungsklasse, krass. Nehmt mal bitte wieder was raus, ich bin wieder überladen. Ich suche gerade noch den zweiten. Er sagt, wir sollen was rausnehmen, wo du nichts reinpacken. Zu wem hast du das jetzt gesagt? Zu Jusen, der deine Rüstung rübergepackt zu ihm. Das war vorher schon, bevor ich es gesagt hatte. Nein. Doch. Mensch, wo ist er denn hier, ey? Ja, ich finde den Späten nicht mehr. Ich habe ihn getötet, was weiß ich. Ich finde hier gerade noch was. Einer Cutscene hier gerade, falls ihr das seht. Hüsen, aber da, wie du dein Inventar sortierst, weißt du. Ja, wieso? Okay. Du bist immer so händisch, was? Did they... Was war ich? Suffer? Hast du da jedes einzelne Item schiebst, so sieht das immer aus. So, nee. Ich schieb grad gar nichts die ganze Zeit. Nein, was heißt das? Nö, das war ich. Ich hab keine Ahnung, wo der andere Händler hin ist. Kann ich euch nicht sagen. So, bei dem Einheit jetzt alles rausgeholt, was ging. Was macht ihr jetzt so? Frage ich mich auch, ja. Hier ist zwar kein Boot, aber theoretisch müssten wir hier wohl weiter. So, wir müssen da... Oh, erreiche die Türme. Oder da oben ist...
Blau hier gerade mal ein bisschen. Soll ich vorher speichern? Lass mal erstmal speichern. Alles gut. Wollt man nicht zur Schmiede? Hier müsst, hier. Zu mir müsst ihr kommen. Unten beim Boot, wo wir angekommen sind. Das ist nicht peinlich. Dead Drow, publicly displayed. The Dwergar are sending a message. Dead Drow, publicly displayed. The Dwergar are sending a message. Okay, ich bin da. Seems simple enough. Ich denke, wir müssen den Aufzug nehmen. Wollen wir den gleichzeitig nehmen? Nicht, dass er wieder wie mit dem Boot wegfahrt. Ich bin gerade noch in der Cutscene, Leute. Ach so. Toplands are clogged with the Death Dark. Choke you in no time. You daft? It's there in the name. Shadows up there black as the lower dark. A few sniffs could fell an ogre. Wir müssen da mit irgendeiner Laterne rein, hat er gerade gesagt. Time we got a move. Ist die, die ich jetzt im Metall gepackt habe? Da ist einer drin, oder? I'm still drinking. Nee, ich sehe sie noch. Kaputte Mondlaterne. Genau, wir brauchen aber eine ganze Mondlaterne. Achso. Soll ich mal den Auszug probieren, ob wir da runter können? Oder nicht? Achso, wollen wir weitergehen? Auf mir jetzt. Okay. Nochmal. Die Spannung steigt. Verlasse das erste, den ersten Akt. Oh, wir waren noch gar nicht im zweiten. So. Wer wird denn jetzt den Wurm eigentlich erstmal losgeben? Den Wurm? Ja, oben rechts den Wurm. Ich sag mal so, letztens durfte ich keinen Wurm einsetzen, aber... Na, Pyla hat ganz unten rechts das Ding jetzt. Das Problem ist, David, du und ich haben dieselbe Grundeinstellung, von daher kannst du auch weiter scannen. Ich könnte jetzt das Schild noch lernen. Das würde ich halt noch als nächstes lernen, wenn jetzt nicht jemand irgendwas hat, wo... Ja? Ich brauch's nicht. Pyla? Hm? Brauchst du einen Zauber unbedingt, oder? Kannst du bei dir eigentlich jetzt schon weiter runter? Das ist... Nee, ich komme noch nicht ans rote Schloss unten links in der Ecke. Ich, deswegen würde ich auch sagen, ich heb'n auf, ich brauche ja auch nichts unbedingt. Usen? Nee, wie gesagt, wir haben das selber geskillt, das bringt nichts. Wer weiß, ob die unten da unten denn nicht zwei kosten oder sowas. Das ist doch ganz gut, wenn wir alle denn sparen. Nee, ich hab jetzt das mit dem Schild und dann. Was ist mit dem Schild? Wo ist es? Ist jetzt halt nur die Frage, ne? Wollen wir jetzt eine kurze Rast machen, eine lange Rast? Wollen wir gleich weiter?
ist eine Aktion, das kann ich hier. Würde ja am liebsten erstmal verkaufen irgendwie, aber. Haben wir hier irgendwo ein Portal? Da können wir uns doch vielleicht zurückporten, oder? Haben wir hier ein Portal in der Nähe? Nee. Ich glaube, wir müssen jetzt hier erstmal laufen. Können wir nicht wieder zurück in Akt 1? Theoretisch ist das auch möglich. Du kannst ja auf Dings klicken. Ja. Aber ich würde gucken, dass hier vielleicht irgendwo, weißt du, schon mal ein Spawnpunkt ist und dann kommen wir ja zurück. Ja. Ist auch die Frage, nee, haben wir gerade erst eine Rast gemacht? Nee, nein. Wir haben nur voll Leben. Ja. Ja, wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht, habt ihr wieder volle Zauber? Nein. Nee, das dein nicht. Ich habe nur noch einfache und einen starken und dann halt alles, was ich so an Schriftrollen habe. Ich bin durchgegangen. Ja, Jusen hat Cutscene. Moment. Oh, cool. I've never seen darkness like this before. It's unsettling. Gut. But if this is the way to Moonrise Towers, then this is the only path I've got. Die wohnliche aus mit der Fackel. Ich bin mal gespannt, bis wir auf den ersten Gegner treffen. Mhm. 200 50 Leben oder so. Welche mal lieber als ich jetzt habe. Warte. Geradeaus oder nach links? Nicht durch den Nebel, würde ich sagen. Something's wrong. I feel weak. Drained. Ah, da bist du Schattenfluch. Ja. Aber jetzt weiß ich's. Nur ein Zug. Also alle check. Was macht dein Schatten? Ohne Lichtquelle erleidest du in jedem Zug nekrotischen Schaden. Schatten. Der Schaden. Okay. Haben wir eine, ich habe glaube ich irgendwo. Wir brauchen so eine Laterne. Fackel. Fackel. Okay. Der Gene, gute Idee. Fackel ausgepackt, alles gut, Jürgen. Achso, ich glaube, wir können wieder Echtzeitmodus. Oder? Bewegt sich da was? So, ne, ich geh auch raus. Ne, alles gut. Okay. Was ist denn hier? Ja. Müssen wir es alle wieder machen. Ja, du bist schon wieder da reingelaufen. Achso, na, ich konnte es greifen. Ich wollte mal versuchen. Ansonsten stell dich weg und zieh das immer so ein Stück rüber. Jetzt oder du rennst nicht so weit mit der Fackel weg, lieber David. Ha? So, na, ihr habt ihr nicht auch alle eine Fackel? Jeder müsste eine im Inventar haben. Ja, jeder hat eine Fackel im Inventar. Oh cool, ich kann buddeln. Auf Licht. Haben wir da für ein Ei gekriegt? Ein Ei? Nee, ist ein Blutstein. Hat bloß eine Eierform. Elixier der grenzenlosen Fokus. Okay. Öl der Präzision. Okay.